Teil 2, hochverarbeitete Produkte, Suchtverhalten, Zivilisationskrankheiten, Fettleibigkeit, warum wir nicht aufhören können zu essen. Der Blick auf die frühen Vorfahren, das praktiziere ich ja ganz gerne, das macht es klar. Unsere Vorliebe für Kalorienreiches sorgte in früheren Zeiten dafür, dass der Mensch zu bestimmten Zeiten auf Vorrat aß, wie zum Beispiel vor dem Winter. Dies führte zu einem Fettpolster, das dem Menschen in mageren Zeiten das Überleben sicherte. Mehr Nahrung, mehr Nährstoffe, das ist was Gutes. Heute snacken wir den ganzen Tag hirnlos auf allen möglichen wertlosen und ungesunden Dingen herum. Nährstoffe sind da keine enthalten und auch sonst haben diese Sachen keinen Nutzen und keinen Wert, weil es keine Nahrungsmittelknappheit mehr gibt. Aber diese Produkte stimulieren das Gehirn, wie schon erwähnt. Früher futterte man sich also vor dem Winter dick, heute essen die Menschen so, als ob das ganze Jahr Winter wäre. Wundert es da jemanden, dass wir bei einem derartigen Angebot an wunderbaren Kalorienbomben nicht widerstehen können? Eigentlich ist es ein Wunder, dass bei unserem heutigen Überangebot an Nahrung nicht alle fettleibig sind und mehrere Zivilisationskrankheiten haben. Nö, aber da kommen wir noch hin. Sarkasmus. Sie haben uns gehackt und unsere Biologie und Entwicklungsgeschichte in Geiselhaft genommen. Sind das jetzt alles böse Menschen, die uns dick und krank machen wollen oder uns gar umbringen wollen? Oder und sollten wir sie zur Rechenschaft ziehen? So ganz langsam kommt auch die sogenannte Fachwelt dahinter, dass man die Verantwortung nicht einfach auf die Verbraucher abwälzen kann. Wir können die Verantwortung übernehmen. Wie können wir Verantwortung übernehmen für die Folgen einer Ernährung, die es bis vor ein paar Jahren noch gar nicht gab? Einem Raucher kann man sagen, dass er aufhören soll und ein Alkoholiker kommt wunderbar ohne seinen Suff aus. Aber wir müssen essen und das ist das Dilemma. Komplette Abstinenz ist nicht möglich und alles in Maßen, das haben wir lange genug probiert. Das ist für Menschen mit einer Esssucht eine irrwitzige Empfehlung. Es ist genauso irrwitzig wie einem Alkoholiker zu sagen, dass er eben nur noch ein Bier am Tag trinken soll. Ja, und den Absturz danach, den blenden wir mal ganz geflissentlich aus, oder wie? Was uns fehlt, ist eine klare Definition, was Sucht überhaupt ist. Eine Definition, die die legalen, die klinischen und die persönlichen Aspekte berücksichtigt. Lange glaubte man, dass Nahrung keine Sucht verursachen kann, weil es beim Verzicht keine Entzugserscheinungen gibt und überhaupt hat der Mensch nicht schon immer gegessen. Wo ist denn bitte schön das Problem? Wieso ist etwas, das es schon immer gab, auf einmal nicht mehr in Ordnung? Aber die Frage ist doch, ob es das, was wir heute essen, also konkret diese Produkte schon immer gegeben hat. Nachdem die Trennlinie bei den Entzugserscheinungen gezogen wurde, weil eigentlich keiner den kompletten Durchblick hatte, zeichnete sich nach und nach ab, dass auch bei Abstinenz von als süchtig machenden Produkten wie Zigaretten und Alkohol nicht jeder Entzugserscheinungen hat. Philip Morris wurde einmal gefragt, wie er Sucht definiert. Seine Antwort: Sucht ist ein repetitives, also ein sich wiederholendes Verhalten, das manche Leute nicht ohne weiteres aufgeben können. Ja. Das ist meiner Meinung nach eine sehr treffende Definition. Und wer verfügt in diesem Bereich über mehr Erfahrung als Philip Morris? Ich erinnere daran, dass er nicht nur Zigaretten produziert hat, sondern auch Lebensmittel. Ein Markenzeichen der Sucht ist also, dass nicht jeder zum Opfer wird. Manche können ein paar Zigaretten die Woche rauchen, ohne dass ihnen die restliche Zeit etwas fehlt. Andere trinken hin und wieder Alkohol, ohne dass das ihr Leben auf den Kopf stellt. Und sogar beim Heroin gibt es Leute, die gelegentlich
darauf zurückgreifen können. Die Hersteller der Lebensmittel glauben an keine Sucht, weil es keine Entzugserscheinungen gibt. Und die Definition von Philip Morris würde dazu führen, dass alles süchtig macht. Und wenn alles süchtig macht, dann gibt es keine Sucht, weil es dann normal ist. Für Steuererhöhungen brauchen wir auf jeden Fall eine klare Definition. Es ist eine Mammutaufgabe und in der Zwischenzeit werden die Leute dicker und kränker. Ne? Wir schieben das ein bisschen vor uns her und naja, das andere sind Kollateralschäden. Hochverarbeitete Produkte verursachen heutzutage dieselben Krankheiten wie die bisher bekannten Suchtmittel, die trotz nachgewiesener Folgen wie Diabetes, Krebs und Herzkrankheiten immer noch legal sind. Naja, der Staat verdient ja auch kräftig mit. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es gibt Altersbegrenzungen und Steuern, die den größten Schaden verhindern sollen, aber das ist ja alles nur Kosmetik, ne? Und ändert nicht wirklich etwas an der Geschichte, weil die Industrie eine viel zu starke Lobby hat und an Gesetzen mitschreibt. Würden uns Außerirdische von einem fernen Planeten beobachten? Sie würden bei so viel Irrsinn den Kopf schütteln und uns den Vogel zeigen, ganz ehrlich. Aber das ist Demokratie, ne? Ja, das sind einerseits die Hersteller, die ihren Gewinn nicht geschmälert haben wollen und sich heftigst dagegen wehren. Und zum anderen sind ja nicht alle süchtig, ne? Also ist es doch kein Problem und alles bleibt, wie es ist. Jo. Wo Steuern auf zuckerhaltige Getränke eingeführt wurden, hatte das einen sehr positiven Einfluss auf das Verhalten der Konsumenten. Aber Coca-Cola sagt, man kann den Leuten nicht vorschreiben, was sie kaufen und trinken sollen. Nein, aber man kann es besteuern. Ne? Weil wir unser Geld genauso lieben wie Suchtmittel und ungesundes Essen. Und deswegen funktioniert das mit der Steuererhöhung. Was die Tabakindustrie in die Knie gezwungen hat, war nicht die Erkenntnis der verantwortlichen Regierungen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist und dass das Gesundheitswesen und damit indirekt den Staat mit Folgekosten belastet. Diese Folgekosten übersteigen die Gewinne der Hersteller übrigens um ein Vielfaches und damit entzieht sich mir das Verständnis, also damit fehlt mir die Logik, wieso man das weiter zulässt. Ja, die Hersteller verdienen den Faktor X mit dem Verkauf ihrer Produkte und füllen sich die Taschen und die Krankenkassen und der Staat, der kann dann den Faktor X mit 3 oder 4 multiplizieren und das ist es das, was es dann kostet, den Scheiß wieder in Ordnung zu bringen, was ja gar nicht geht. Ne? Krankheiten kann man nicht einfach so reparieren. Ja, ne? Welchen Sinn macht das eigentlich? Die Zigarettenhersteller mussten damals sehr viel Geld bezahlen und ihre Produkte und ihr Vertrieb wurden strengen Regeln unterworfen. Ja, siehste, warum geht das nicht für Nahrungsmittel? Ein leitender Angestellter von Kraft hatte die Idee, dass man den Herstellern von hochverarbeiteten Produkten nicht mit Gesundheitsbedenken beikommt, sondern nur, wenn man sie an den Folgekosten aufgrund der Gesundheitsschäden der Konsumenten beteiligt. Die Idee umsetzen wollte niemand. Na, sowas aber auch. Ja, solche Dinge kommen immer wieder mal auf, aber solange der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, verlaufen sie im Sand. Die Leute werden kränker und dicker und sterben weiter. Diese Firmen haben uns zu lange davon überzeugt, dass ihre Produkte nett und lustig und harmlos sind und hübsch aussehen. Und ach, wir sind doch alle so hip, wenn wir das essen. Stellt euch vor, wir gehen auf die Straße und protestieren gegen Kartoffelchips, Nutella und das Frühstückchen zwischendurch. Knoppers oder wie das heißt. Nutella ist eine Zuckerbombe. Es besteht zu 54% aus Zucker. Das sind 19 Stück Würfel Zucker pro 100 Gramm. Guten Appetit. Das Problem ist, dass man nicht wirklich eine Alternative hat für Leute, die sich außer billigem Junk nichts leisten können. Gute Nahrung ist teuer. Diese Leute bekommen jetzt schon kaum Nährstoffe, weil sie sich nur mit Müll ernähren. Und wenn man ihnen jetzt noch sagt,
dass sie nur noch bessere Lebensmittel kaufen sollen und das zu höheren Preisen, dann fehlen nicht mehr nur die Nährstoffe, sondern dann fehlen auch die Kalorien. Man könnte überflüssige Subventionen streichen und die Mehrwertsteuer für gesunde Produkte senken. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann den Leuten das Gärtnern beibringen, notfalls auf dem eigenen Balkon. Man kann bei einem Besuch im Supermarkt erklären, was gut ist und was nicht. Sie können lernen, Etiketten zu lesen. Es müsste Anreize geben für die Hersteller, dass die Leute sich die gesunden Lebensmittel leisten können. Es sollte Teil des Unterrichts in der Schule werden. Kinder lernen solche Dinge oft nicht von ihren Eltern, sondern sie erzählen ihren Eltern, was sie in der Schule gelernt haben. Eltern lernen von ihren Kindern, so wie Ärzte von ihren Patienten lernen. Ja, früher gab es an amerikanischen Schulen den sogenannten Haushaltswissenschaftsunterricht, der in dieser Hinsicht sehr nützlich war. Das war eine gute Sache, aber wer will schon kochen lernen, wenn es an jeder Ecke Fastfood-Läden gibt? Wichtiger wäre es, den Leuten zu vermitteln, dass naturbelassene Nahrung nicht den gleichen Einfluss auf das Belohnungssystem hat wie Fastfood. Ein von der Nahrungsmittelindustrie verwöhnter Gaumen wird seine Probleme mit der Umstellung auf echte Nahrung haben. Und die Frage ist, ob Aufklärung genug ist. Wer bei Starbucks ein Getränk bestellt, das sich Kaffee nennt, diesen Namen aber nicht verdient, weil es 1200 Kalorien enthält, der fragt sich nicht, wie er nächstes Jahr in Strandbekleidung aussieht oder was der Arzt in 4 Jahren sagen wird, wenn es mit der Gesundheit die Bach hinuntergeht. Nur wenigen ist bewusst, dass nicht sie entscheiden, was sie essen, sondern die Hersteller der Produkte. Auf den Verpackungen gibt es immer mehr Infos. Wir erfahren, wie viel Fett, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Kalorien. Aber macht das wirklich einen Unterschied für ein gehijacktes Gehirn? Quand on aime, on ne compte pas, sagen die Franzosen. Wenn man etwas liebt, dann zählt man nicht. Bezog sich ursprünglich auf den Zustand des Verliebtseins und darum, dass dann weder Geld noch Zeit noch Aufwand ein Hinderungsgrund sind, aber man kann das auch ganz gut auf Süchtige übertragen. Die Informationen auf den Etiketten wurden von der Nahrungsmittelindustrie ins Leben gerufen, aber nicht, damit die Sache transparenter wird und kritischen Kunden den... Doch, Entschuldigung, das war falsch. Das Ziel war, dass es transparenter erscheint und kritischen Kunden den Wind aus den Segeln nimmt. So. Aber diese Informationen sind so oft so verwirrend, dass der Durchschnittsmensch damit nicht viel anfangen kann. Die Etiketten vermitteln, dass die Industrie nichts zu verbergen hat, weil man legt ja alles offen. Ob das alles so stimmt, wie es da drauf steht, ist die andere Frage. Und wenn es doch von oben, also vom Gesetzgeber, keine Einwände gibt, ja, dann ist doch schon alles in Ordnung, oder? Oder? Die Nahrungsmittelindustrie macht sich also diese Obrigkeitshörigkeit der braven Bürger zunutze. Um neuen Ernährungstrends zu entsprechen, wird zum Beispiel die Zusammensetzung der Produkte geändert. Mal wird etwas vermeintlich Gutes hinzugefügt, mal etwas nicht so Gutes weggelassen oder durch etwas anderes ersetzt. Zucker wird ausgetauscht durch fremdklingende Namen wie Dextrose, Karamellsirup, Molasse, Fructose, Ahornsirup, Glucose, Maltodextrin, Fruchtextrakt und Stärkesirup. Und das ist alles nichts anderes als Zucker. Ja, aber schon muss der ganze Zuckersumpf nicht mehr an erster Stelle des Etiketts erscheinen, wo das, was mit der größten Menge vertreten ist, hingehört, sondern man kann es auf das ganze Etikett verteilen und dann sieht es aus, als ob da nicht viel Zucker drin wäre, weil die Leute ja nicht wissen, was das alles ist. Ja, und das hat den Nebeneffekt, dass das Endprodukt im Endeffekt keinen Deut besser ist als der Vorgänger, aber die Leute sind zufrieden, der Zucker wurde reduziert, der Preis wurde erhöht, weil es ist ja was Neues, was Besseres. Oh, es ist Wahnsinn, was da für Spiele gespielt werden.
Ja, es ist wirklich, und beim Fett ist es das Gleiche, ne? Fettarm bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass das Fett durch Zucker ersetzt wird, weil wenn man das Fett wegnimmt, dann ist der Geschmack weg. Fett ist ein Geschmacksträger. Wenn das Fett raus ist, schmeckt das Ding nach nichts mehr. Also muss man etwas anderes hinzufügen und das ist dann Zucker. Und nach diesem Austausch enthält das Produkt genauso viele Kalorien wie zuvor. Aber gesünder ist es deswegen nicht. Aber der informationshungrige Kunde freut sich und hat das Gefühl, dass seine Sorgen ernst genommen werden. Nicht wahr? Ja, Augenwischerei. Man kann aus einem minderwertigen Industrieprodukt kein Nahrungsmittel machen, das der Gesundheit in irgendeiner Form zuträglich wäre. Die Hersteller haben kein Interesse daran, die Kundschaft über ungesunde Produkte zu informieren oder gar zu warnen. Allerdings muss man auch wissen, dass die Hersteller alles produzieren werden, was wir haben wollen, solange sie damit nur weiter Geld verdienen. Der allerletzte Trend ist jetzt mehr Eiweiß und mehr Ballaststoffe. Also die haben immer etwas Verspätung, aber es kommt irgendwann. Und als Ballaststoffe werden dann oft Sägespäne eingesetzt, ne? Ja, man hat gemerkt, dass Eiweiß und Ballaststoffe den Verbrauchern wichtig werden. Und die Verbraucher bilden sich ein, dass man mit dem neuen Produkt besser satt wird und sogar abnehmen kann. Aber diese künstlichen Zusätze haben keinerlei positiven Effekt. Sie schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Man nutzt die natürliche Veranlagung des Menschen aus, mehr zu essen, als gut für ihn ist. Und gleichzeitig profitieren die Hersteller mit diesen neuen Trends davon, dass es die Kassen füllt. Und wenn man bedenkt, dass wertlose Ballaststoffe das Gewicht des Endprodukts erhöhen, dann erkennt man den nächsten Effekt, nämlich die versteckte Preissteigerung. Ja, Ballaststoffe haben ihre Rolle. Sie füllen den Magen, verbessern den Verdauungsvorgang und machen satt, sofern es natürliche Ballaststoffe sind. Auf künstliche trifft dies leider nicht zu. Beim Eiweiß ist es genau das gleiche. Fake Burger und andere in einem Labor hergestellte Fleischersatzprodukte können nicht für sich beanspruchen, gesund zu sein, egal was die Hersteller versprechen. Eigentlich müsste dieser ganze Sumpf besser reguliert werden, aber ich erwarte nicht, dass ich das noch erleben werde. Normalerweise sollte Aufklärung etwas bringen, aber man kann immer wieder feststellen, dass die Menschen leichter ihre Religion wechseln, als etwas an ihrer Ernährung zu ändern. Was wir aus der Welt des Drogenmissbrauchs gelernt haben, ist, dass das unstillbare Verlangen, die Gier nach immer mehr Drogen so extrem sein kann, dass man mit Überzeugung und Willenskraft dagegen nicht mehr ankommt. Ja, und auf die ungesunde, moderne, süchtig machende Nahrung, Fastfood, Snacks ist das zu 100% übertragbar. Gewohnheiten sind schwer zu brechen und der innere Schweinehund sabotiert so gut er kann. Das Gehirn muss regelrecht umprogrammiert werden. Es ist ein Fass ohne Boden. Ja, schaut euch Michael Mosses Video an, für die, die Englisch sprechen, lest seine Bücher. Eins davon gibt es auf Deutsch. Das Salz-Zucker-Fett-Komplott. Ich werde das verlinken. Ihr findet alle Links in der Beschreibung. Wer Fragen hat, möge dies sagen. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und viel Erfolg beim Kampf gegen den inneren Schweinehund. Tschüss und bis bald.